Erfließe, Leute. Das ist das, was wir gesucht haben. Das ist das, was wir brauchen als Questgegenstand. Das ist aber noch nicht alles. Wir brauchen ja noch mehr. Ihr erinnert euch, wir brauchen noch eine Sache mehr und ich glaube, das befindet sich im anderen Raum gleich drüben und ich glaube, das tut jetzt gleich weh. Nicht? Okay, ich wurde nicht getroffen. Und da kommt der nächste Schuss schnell weg. Oh, puh, ausgewichen. Fackellicht aktivieren. Oh, falscher Schuss. Oh, ich wollte das doch reinmachen. So, ich muss jetzt auf den Säbelzahn aufpassen. Der könnte mächtig sein. Ja, gut. Ich spreche ihn mal lieber nicht an. Ich sammle einfach mal die Truhen ein und nehme das Geld mit. Eigentlich tut er mir da nichts. Oh, man findet aber viele Sachen jetzt. Dann nehme ich alles mit. Alles mitnehmen. Oh, blauer Quarz. Das sind wieder Gegenstände, die man einfach verkaufen kann. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Was ist das? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, sagte er. Okay, dann ist es halt nichts Besonderes. Aber ich glaube, das kann unser Kollege, der heilige Jesus, mitnehmen. Das werden wir also gleich mal ausprobieren. Mal sehen. Heiliger Jesus, was sagst du dazu? Kannst du das tragen? Ja, du kannst das tragen. Und 2D5 ist natürlich besser als 2D4. Nochmal kleine Erklärung. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Würfel, ja, einfach mal nicht die geometrische Form, einfach ein Spielwürfel. Und dieser Spielwürfel hat 2 Seiten. Und ihr würfelt diesen Würfel 5-mal. So. Also könnte man sagen, man würfelt diesen 5-mal. Und das Ergebnis dabei rauskommt, das ist dann der Schaden, den ihr macht. Also kann bei diesen Spielewürfel minimal 5 Schaden rauskommen. Also 5, ne, ihr wisst schon, 5 Punkte oder auch 10 Punkte. Also das Maximale wäre 10, das Minimale wäre 5, wenn ich richtig gerechnet habe, oder? Ja, müsste so stimmen. Ja, das, so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist dann das Minimale, was dabei rauskommt. So, was haben wir noch? Ey, wieso war das so gewesen? Ich meine es zumindest. So, was haben wir noch? Hier haben wir den wertvollen Hut, den wir suchen. Den haben wir da auch. Kenne ich nicht, verdammt. Ein Dolch. Oh ja, yeah, ein Dolch. Oh, er macht zwingert richtig der Zwerge. Wie cool ist er denn? Ein Eisstrahl kriegen wir hier noch. Und Obsidian. Ja, warum nicht? Was haben wir hier noch? Oh, ich habe nicht das Schwert. Was ist das? Ein richtig gutes Schwert, das können wir benutzen. Und noch ein bisschen Geld und eine coole Axt. Ah, 4.2, 4D2. So, was ist jetzt der Unterschied aber zwischen 4D2 und 2D4? Leute, stellt mir wirklich mal, erklärt mir das mal. Was ist besser, 2D4 oder 4D2? Also ich meine, also 4D2 scheint schlechter zu sein. Aber warum? Das muss mir jemand erklären. Warum ist 4D2 schlechter als 2D4? Schreibt es in die Kommentare, wenn sich jemand damit auskennt. Ich freue mich sehr, sehr gerne auf eure Antwort. So, was haben wir Häuser? Ich weiß es hier nicht. Ist alles voll mit irgendwelchen ich weiß Sachen. Es nicht. Echt voll derbe, richtig der süchtige Typ. Perfekt. Perfekt, yay. Wir sind richtig gut. So macht man das heutzutage. Bäh. Der Zwerg ist gestorben beim Mixen. Weck ihn mal wieder auf. So geht das nicht. Mann, immer stirbt er mir weg, nur weil er irgendwas mischen soll. Der sollte doch wenigstens Alchemie können, bevor er sowas probiert, verdammt. Hallo. Wer ist das denn? Euren Hut, bitte. Was? Hallo, mein Freund, kann ich kurz mit euch sprechen? Tempel. Der Tempel ist ja übler, soll besser wissen. Euer Hut bitte. Was soll das bedeuten, wenn ich jetzt speichere? Jetzt sagt euer gegrüßt. Hut bitte. Einen schönen Hut habt ihr da. Wie wäre es mit eurem Geschäft? Ihr gebt mir einen Hut, ihr dürft dafür euer Leben behalten. Nein, ich behalte den Hut. Er hätte mir einen Hut lieber annehmen sollen. Okay, ja, geil. Klopfe ich mich jetzt mit denen? Ja, klopfe mich jetzt mit denen. Nur mit ihm nicht. Hallo. Aber mit allen anderen klopfe ich mich. Geil, mit den Schwertträgern klopfe ich mich. Oh, das tat weh. Das ist aber übel. Ja, das ist aber stärke Schwertträger. Okay, wir nehmen das Angebot lieber nicht nochmal an. Das war eine schlechte Idee, oder? Würde ich auch mal sagen. Sowas machen wir einfach nicht mehr. Böse Leute waren das. Ist das echt die Musik, die hier läuft? Doch, das ist die Musik, die hier im Dungeon läuft. Das ist halt echt die Musik, die hier im Dungeon läuft. Das ist nicht die Musik aus Celeste, aus dem Himmel. Nein, nein. Das ist nicht. Das ist schon richtig Musik hier, glaube ich. Bin mir recht sicher. Celeste hört es sich noch ein bisschen anders an. Ja, was soll's. Ach, ich finde es einfach nicht mehr gewöhnt, dieses Spiel zu spielen. Aber ihr seht, wir haben jetzt wieder was Großartiges abgeschlossen. Wir haben viel erreicht jetzt. Ja, was wir jetzt noch finden müssen, ist die Muschel, ne? Wir müssen die Muschel finden. Und das machen wir aber nächstes Mal bei meinem Magic 7. Jetzt noch nicht. Jetzt ist erstmal Schuss, Schicht entschärft. Wir bringen noch kurz die Sachen weg. Oh, magisches Auge, wie schön ist es. Es ist einfach mal kurzzeitig zu besitzen. Und wir haben noch ganz viele Rollen dafür. Heißt, wir haben es noch ganz, ganz lange, wenn wir wollen. Dürfen wir uns nur nicht schlafen legen. Sonst passiert nichts. So, gehen wir nochmal die Sachen abgeben. Ah, ich glaube, die ganze Holzwand. Was habt ihr? Lord Mark. Ja, warte, ihr hättet so schnell eine Fliese finden würdet. Ja, ja, einen wertvollen Hut gefunden. Ich werde es entsprechend vermerken. Okay, wir sind gut. Wollte ich einfach damit sagen.
Und wir haben ein Breitschwert, das ist besser als unseres hier. Geil. Geil. So, ich würde sagen, dann gehen wir nochmal, kriegen wir nochmal kurz das Verkaufen zeigen. Wir verkaufen nochmal kurz ein paar Sachen. Verkaufen. Verkaufen gehen. So. Guten Tag. Guten Tag. Ich kaufe gerne eure Sachen, wenn ihr wollt. Okay, dann verkaufe ich mein Schild. Das habe ich gut gemacht. Danke. Bis dann. Oh, gerne. Ich verkaufe mir gerne meine Sachen bei dir. Du bist cool. Guten Tag. Darf ich helfen? Darf ich helfen? Ja, du darfst helfen. Ich kaufe mir noch gerne einen Bogen ab. So, das ist schön. Einen Bogen habe ich noch bekommen. Und wir verkaufen unseren ganzen anderen Müll hier. So, so geht das. Danke. Ja, danke, bitte. Hab ich gerne. Guten Tag. Was habe ich noch? Darf ich helfen? Darf ich sterben? Nein, darfst du nicht. So, was haben wir hier noch? Wir können ja einen besseren Dolch mal kaufen. Der ist besser. Danke. Der ist besser als der, den ich hier habe. Ja, ist er echt. Haha, du kriegst jetzt einen besseren Dolch, weil der lustiger aussieht. Oh, geil, ich habe einen besseren Dolch bekommen. Da freut er sich richtig. Eigentlich nicht. So, was... Oh Gott. Frag jemand anderes. Was ich hier noch alles habe. Nicht. Das muss ich noch alles nochmal identifizieren. Damit ich das... Frag jemand anderes. Ja, okay. Frag jemand anderes. Ja, danke schön, dass du so freundlich bist, Zwerg. Ich mag dich wirklich sehr gerne. Guten so, Tag. ich mag diesen Zwerg echt. Was haben wir? Wir haben sehr viel Rüstungsgegner. Solange uns nicht anmerkt, aber... Guten Tag. Das Gute ist ja, er merkt uns nicht an, wenn wir wirklich kein Geld haben. Das ist nette. So, danke. Wir haben, ich habe kein Geld, ich bin nicht reich. So. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der super mega Rüstungsman. Ich mache da irgendwas und sehe dabei cool aus. Was gebe ich dir noch? Erkenn das mal. Es ist eine verstärkte Lederrüstung und ein Holzschild und Lederstiefel. Ja, da können wir erstmal... Weiß ich nicht. Was können wir denn da machen? Lerne Fähigkeiten. Okay, du kannst überall nur Schild lernen. Hier können wir noch nicht so viel lernen. Wer hätte es gedacht, wir sind auf der Anfangsinsel. Hier kriegt man wirklich nicht viel beigebracht. Danke. Aber wer kriegt die Mega-Rüstung? Natürlich der Akrobastian, der kann sie am besten gebrauchen, weil er ist von den Trefferpunkten her am schlechtesten ausgerüstet. Und die Schule bekommt hier unser anderer lieber Kollege namens Heidiger Jesus. Der hat eh so eklige Füße. Naja, irgendwie sowas in der Art muss man ja zu ihm sagen, weil ist so... verkaufen wir den Rest. Tag. Den Rest können wir verkaufen. So, so, so. Will ich wirklich das Schild verkaufen? Ich weiß es nicht. Schild kann ich hier unserem heiligen Jesus beibringen. Der kriegt Schild. Der ist der Einzige, der jetzt Schild tragen wird. Und ja, er wird nachher zwei Schwerter tragen. Und du wirst nachher zwei Dolche haben. Und du hast einen Stab. Da muss ich gar nichts weiter zu sagen. Das ist einfach so. Jo, wird mit dir der Kampfkontrolle. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gegner bewusst zu schlagen, spricht dem Befähigkeitswert. Oh, no. Ist auch cool, ne? Ja, ich auch. Was ich auch noch die Leute finden, die für die Luft gehen und so. Ja, gut. Wir haben die Luft und die Feuergelder haben wir gefunden. Gibt es noch mehr so Leute? Nein, ja, ich bin süchtig. Nein, ich will dich gar nicht fragen. Ihr kriegt nochmal alle Feuerresistenz. Damit ihr in die Drachenhöhle gehen könnt. Gut. Ja, jemand hat mir davon erzählt, dass er so ein Video darüber geguckt hat, wie der Drache umgebracht wird. Das ist so ein Typ, der Höhle einfach reingerannt hat, die ganze mit dem Bogen einfach um sich geballert, der Verrückte, ey. Warum macht man sowas? Ich meine, wieso kann man den Drachen nicht einfach Ruhe lassen? Wer macht denn sowas freiwillig? Das ist doch sinnlos. Mal sehen. Was finden wir hier noch? Wir haben jetzt die... Aber habe ich die Luftgilde gefunden, oder was? Willkommen in der Gilde der Seele. Willkommen in der Gilde der Seele, sagt er. Okay, hier kann man tolle Sachen lernen. Ich merke schon, wie ich das... Willkommen in der Luftgilde. Lernen können wir lernen. Wie wär's mit Luftmagie? So, du hast Luftmagie gelernt, mein lieber Kollege, und du lernst jetzt magisches Auge. Okay. Magisches Auge kannst du lernen. Was kannst du noch lernen? Magisches Auge reicht erstmal. So. Bitte, nimm dein magisches Auge. Davon verstehe ich nichts. Ja, okay, ich weiß schon. Den kann ich nicht lernen. Und wieder einer mehr. Und wieder einer mehr. Ja, wir können magisches Auge jetzt alleine machen, wenn wir wollen. Oh, magisches Auge wird so angezeigt. Na gut, wenn wir es brauchen, dann können wir das magische Auge ansetzen. Ihr seht es. Auf Normal zeigt er nur die Karte und die Monster an. Auf Experte zeigt er Schätze. Auf Meister zeigt er verschiedene interessante Orte und Gegenstände. Und auf Großmeister kostet der Zauber gar keine Zauberpunkte. Heißt, wir könnten 0 Zauberpunkte haben und wir könnten ihn trotzdem zaubern. Richtig praktisch, richtig gut, wenn man einfach nichts mehr hat. Man kann immer noch das magische Auge zaubern. Auf wenn es nicht irgendwas bringt. Tretet ein. Aber ich finde es sehr, sehr nett. Was haben wir hier noch? Willkommen in der Körpergilde. Willkommen in der Körpergilde, sagt er. Okay. Aber hier können auch nichts weiter interessantes haben. Vielleicht Gift heilen oder sowas? Ist hier sowas? Schwäche heilen haben wir, glaube ich, schon, ne? Schwäche heilen haben wir. Ja, gut. Das ist gut. So, ich würde mal sagen. Ja, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen, wenn wir so machen. Oh, zwei Glück permanent gibt es hier. Und wie viel permanentes Glück? Es gibt ja für einen einfach permanent Glück. Gibt es einfach nur für den Zwergen nicht. Der gibt kein permanentes Glück. Das ist aber schade für den Zwergen. Aber die anderen haben permanentes Glück bekommen. Das ist cool. Haben sie einfach bekommen. Weiß ich nicht warum. Haben sie einfach. Nur der liebe Zwerg hat kein permanentes Glück bekommen. Ich verstehe es auch nicht. Er kriegt es einfach nicht. Voll gemein. Jetzt können wir nochmal trainieren gehen. Mal sehen. Wie kostet das? Ich hoffe nicht allzu viel. Ihr wollt ausgebildet werden. Mal sehen. Wieso kann ich das nicht so anklicken?
Ihr wollt ausgebildet werden. Kann ich das, wieso geht das nicht? Es ging ja eben auch noch, oder nicht? Hier ist nichts. Eben konnte ich auch noch alle Sachen ganz normal anklicken. So. Vom Brunnen trinken, vom Brunnen trinken. Auf einmal geht es nicht mehr. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder alles, oder wie? Ja, jetzt geht's wieder. Irgendwie hat das was mit der Shift-Taste auf sich. Scheint so. Ich bin wahrscheinlich eben einfach auszusehen auf die Shift-Taste gekommen, auf einmal ging nichts mehr damit. Ein bisschen komischer Fehler in den Spielen. Ihr wollt ausgebildet werden, ja, so ist es richtig. Trainieren. Das kostet so hier gar nichts. Richtig. Ihr seht, es ist 18 und dann 17 so Gold. So ist es richtig. Da können wir erstmal auf Stufe 3 so ist es richtig. Und jetzt können wir auch erstmal Fähigkeitspunkte verteilen. Ihr kennt das. Für Fähigkeitspunkte, je nachdem auf welche Stufe ihr es bringen wollt, müsst ihr so und so viele Fähigkeitspunkte dafür bezahlen. Heißt, für Stufe 2, 2 Fähigkeitspunkte, für Stufe 3, 3 Fähigkeitspunkte, etc. weiter und so fort. So, das bringen wir dir erstmal bei. Du wirst gut werden in... Wo drin bist du eigentlich gut? Wird überhaupt irgendjemand gut im Bogen? Gar keiner wird gut im Bogen. Werden alle nur Experte im Bogen? Ja, nee, du wirst nur normal. Boah. Ja. Ein Meister im Bogen kann natürlich nur einer werden. Das oder Großmeister, das könnt ihr vorstellen. Das ist der... Ja, der Bogenschütze, richtig. Und ich glaube, der Ranger vielleicht auch noch. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, der Ranger wird nur Meister, soweit ich mich recht erinnere. Na gut. Dann geben wir dir doch erstmal... Ein bisschen Schaden auf den Stab oder Luftmagie? Ne, Luft- und Feuermagie. So wie erkennen, so wie, ja, Leder. Du Kerl und, ja, Stab. Du kriegst einfach erstmal irgendwas. So, Körpermagie kriegt er noch ein paar drauf. Leder behält er nicht, da gebe ich nichts drauf. Schild und dann Streitkolben und dann Bogen. So, ich muss das richtig verteilen. So, auf die Sachen, die ich eh nicht behalten werde, darf ich gar nichts weiter verteilen. Waffenmeister und Kondition kann ich natürlich besser machen. Und auf Kondition, oh Gott, ey, das kann so derbe stark werden. Er ist einfach so mächtig, wenn er will. Richtig cooler Kerl, richtig cooler Kerl. Oh, das ist sogar nebelig gerade. Oh, ist das Spiel schön. Es macht richtig Spaß, das aufzunehmen, muss ich einfach mal sagen. Ich glaube, man merkt es mir auch an, wie eben, dass es einfach sehr, sehr entspannt ist. Wisst ihr, ich liege so halbwegs schon in meinem Stuhl hier drin und... Oh, das Spiel schon. Hör, Schornsteinfeger, hör, kämpfen. Wie guck mir das Spiel das Ganze hier. Willkommen in der Feuergilde. Und kann hier ganz viele Sachen lernen, wenn ich nachher... Was ich nachher auf jeden Fall lernen werde, wird wieder Lernen sein und Meditation. Die beiden Sachen werden nachher wieder auf jeden Fall gemacht. Ja, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. So, jetzt komme ich zu dem Moment, wo ich eigentlich schon die ganze Zeit kommen wollte. Zum Abschluss dieser Aufnahme. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich sag dann, nicht diesmal, bis zum nächsten Mal bei Magic 6. Ich weiß, ich habe den Fehler letztes Mal gemacht. Diesmal heißt es, bis zum nächsten Mal bei Mind Magic 7. Und dann werden wir, genau, uns diesen komischen Feuerfliegen, die wir im Hintergrund widmen. Ciao. Ach ja, weiß nicht. Habe ich das aufgenommen? Weiß nicht. Sieht man die Maus? Wenn man die Maus nicht gesehen hat, tut es mir leid. Aber muss ich nochmal nachgucken.